Im April nächsten Jahres möchte Sami Slimani, Deutschlands YouTube-Puderdöschen Nummer 1, eine eigene Modekollektion auf den Markt werfen. April 2016 soll sie rauskommen. Ich glaube, das ist zufällig das gleiche Datum, an dem der Maya-Kalender endet oder irgendwie sowas. Das ist ganz toll, eine eigene Modekollektion von Sami Slimani. Endlich kann man leichter erkennen, wen man auf dem Schulhof verprügeln soll. Ja. Und ich habe mich gefragt, wie könnte diese Modekollektion aussehen? Was wird er für kreative Ideen umsetzen? Wie sehen die Pieces aus, mit denen dann die ganze Republik durch die Gegend laufen wird? Und das Tollste ist, und das hat er, glaube ich, nicht bedacht, da haben die Videomacher nicht aufgepasst. Er verrät es in dem Video, in dem er ankündigt, dass er Modedesigner wird, verrät er es selber. Er macht Zeichnungen und, ja, meine Damen und Herren, wir wären nicht das Neo-Magazin Royal, wenn wir nicht mal ganz genau hingeguckt hätten und wir konnten anhand des Promo-Videos von Sami Slimani herausfinden, wie die Modelle aussehen. Das sind die echten Zeichnungen, die er gemacht hat. Schauen Sie mal, so könnte die Mode aussehen. Das ist wirklich was aus dem Original-Video. Da. Selbst gezeichnet. Das sind die Stücke. Er hat aber noch eins, sind mehr. Da, da, da hat er noch eins. Da hat er noch eins. Wahnsinn. Noch eins, jetzt auch mein Lieblingsstück. Das ist toll. Das ist die Kollektion von Sami Slimani. Das hat er schon verraten. Kleiner Sneak Peek. Ich begrüße jetzt bei mir unsere Kollegin Neo Magazin Royal, Modeexpertin Larissa Paris. Wir haben diese Zeichnungen, die wir in dem Video von Sami Slimani gesehen haben, noch mal in Reinzeichnung gebracht. Und ja, wir haben hier die verschiedenen Pieces. Vielleicht können wir die mal ganz kurz durchbesprechen. Das ist original das, was Sami gezeichnet hat. Das ist original. Und wir haben es tatsächlich geschafft, mit unserem Team, Achtung, diese Entwürfe Das glaube ich ja gar nicht. Das, nein, das gibt. Das ist jetzt eine Sache, die Sami Slimani gezeichnet hat. Was sehen wir jetzt hier für ein Stück? Was ist das für ein Piece? Also ganz klar ist natürlich, dass im nächsten Jahr der Kastenstil auf jeden Fall ganz vorne dran sein wird. Und dazu haben wir nämlich ganz wunderschön auch dieses tolle Oberteil. Ist das for man oder? Das ist for man. Genau. Wow. Also, das ist ja unglaublich. Es ist wirklich fantastisch. Also dazu natürlich auch passend der Pantalon. Auch ebenfalls in der Boxy-Shape. Und der Laie wird jetzt vielleicht sagen, das ist vielleicht nur ein kastenförmiges Beinkleid. Aber der genaue Beobachter sieht natürlich, es ist eine Hose im 16:9-Bildformat. Das ist casual, das ist Business, das kann der Vorstandsvorsitzende genauso tragen wie der Pförtner. Richtig. Was haben wir noch? Was hat Sami noch designt? Das sind die Originalzeichnungen aus. Die sind original und hier sehen wir, dass Sami Slimani sich das traut, was sonst kein Designer sich traut. Denn der V-Ausschnitt. Liegt hier nicht am Brustkorb, sondern an den Seiten. Wow. Wahnsinn. Und damit zeigt er auch das Symbol einer ganzen Generation, dem Play-Zeichen. Und nicht ohne Grund zeigen diese Play-Zeichen auf dem Bauchnabel, der da sagt, bitte hier abonnieren. Das ist unglaublich. Wahnsinn. Wahnsinn. Jetzt kommen wir zu einem ganz ungewöhnlichen Stück. Das Richtig. Ist ein ganz tolles Piece. Der Umhang ist zurück. Kann ja, das sein? Genau, denn ein Kleid wäre natürlich viel zu bourgeois. Oh, für Sami Slimani. Deswegen bringt er das Cape auf den Laufsteg. Das Cape ist zurück. Es ist auch zurück. Hier wieder ein Cutout. Heart-Shape-Cutout. Es zieht sich durch, absolut. Da haben sich vor allen Dingen unsere modebewussten Kinder in den Fabriken in Bangladesch besonders Mühe gegeben, damit sie den Sami Slimani Superman-Look auch wirklich salonfähig machen. Das ist eine Sache, das trägt sowohl die Frau, das trägt der Mann, das ist Unisex, das ist für jede Gelegenheit toll. Und man ist nie overdressed. Und jetzt kommt das absolute Masterpiece. Das war tatsächlich bei uns, wir sind alle Das ist High Fashion. Das kann selbst ich als Laie sehen, Wahnsinn. Das war wirklich ein Stück, das uns komplett beeindruckt hat. Seine Zeichnung? Es ist seine Zeichnung, wow. Ja. Denn der normale Mensch sieht hier vielleicht einfach nur ein X. Aber Slimani hat sich was dabei gedacht. Ja. Denn natürlich, das X kommt lautlich aus einer Verbindung. Zwei Buchstaben, genau. K und S. Kunst Slimani. Natürlich. Und man sieht ja auch ganz klar das Slimani-Prinzip. Sei wie du bist. Ganz natürlich. Just be yourself. Ja. Können wir die Modelle vielleicht noch mal alle ganz kurz sehen? Das, meine Damen und Herren, exklusiv zum allerersten Mal im deutschen Fernsehen. Wahnsinn. Warum reden die Menschen noch von Karl Lagerfeld? Warum? Oscar de la Renta hat es nicht besser machen können. Es ist wirklich unglaublich. Vielen Dank, Larissa Paris, die Neo Magazin Royal Fashion Expertin, mit einer exklusiven Sneak Preview auf die Kollektion von Sami Slimani. Unglaublich. Das ist wirklich unglaublich. Das ist eine riesige Ankündigung. Und das alles in seinem Video, dass er das alles verrät. Wie bescheuert muss man sein? Das ist doch bei Primark in 2 Wochen. Das schneidern die doch nach. Das gibt's doch gar nicht. Was für ein Künstler. Forget it, Karl Lagerfeld. Da kommst du nie ran.